Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masters Clash Channel. Heute steht wieder ein weiterer Clankrieg-Review an. Und zwar haben wir heute einen gegen den Clan Algeria. Wir haben 48 zu 39 gewonnen und ich zeige euch natürlich wieder mal die besten der besten Angriffe und Verteidigungen aus dem Clankrieg. Es war ein 20 gegen 20 Clankrieg und wie ihr sehen könnt, wir haben von unseren 40 Angriffen 39 gewonnen. Es ist echt nicht schlecht und nur einen verloren. Und haben auch überhaupt keinen 1 Stern übrig gelassen, sondern wirklich überall 2 Sterne und 3 Sterne geholt. Genau, bester Angriff von Jay Justin, den werden wir nachher auch noch sehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, ich werde hier gleich mal die Nummer 5 zeigen von unserem Spieler Elbmacht gegen den gegnerischen Spieler Kamel MDZ. Und zwar mit einem relativ Standard Go VV, aber Elbmacht hat noch ein paar Schweine mit dabei und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Angriff. Von rechts startet Elb und geht mit Golems vorweg, dann folgen die Magier hinterher, ein Giftzauber auf den Drachen drauf, erledigt auch die Clanburg relativ schnell. Und der Sprungzauber eröffnet praktisch die ganze weitere Mitte. Ein Wutzauber bringt dann alle in die Mitte hinein. Und jetzt kommt von links ein weiterer Golem und die Schweine, die wirklich eine entscheidende Rolle hier bei diesem Angriff spielen. Sehr, sehr interessante Taktik, denn die Schweine räumen nämlich von links jetzt die Verteidigungen weg. Und ganz, ganz wichtig hier den X-Bogen, der wird auch noch von den Schweinen fallen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Erleichterung für die anderen Verteidigungen, wenn der X-Bogen nicht mehr steht. Der Golem bleibt leider außen an der Wand kleben und kommt dann nicht weiter. Aber trotzdem lenkt er da den Mörser ab, der dann schön von den Magiern unten auch noch zerlegt werden kann. Und es sieht jetzt schon ziemlich, ziemlich gut aus für Elb. In der Mitte steht die Königin noch und nimmt noch ein paar Gebäude im Kreise herum auseinander. Außen cleanen noch die Magier und jetzt steht eigentlich nur noch zwei Mörser, die jetzt auch noch oben einer von einem Magier auseinandergenommen wird. Und der Rest der Truppen läuft jetzt einfach im Kreis herum, beziehungsweise durch die Mitte und cleant noch die letzten paar Gebäude, die da noch stehen. Das Delex-Lager fällt und wunderschöne 3 Sterne hier auf den allerersten Angriff von Elb direkt auf den Gegenüber. Gut gemacht und richtig interessant hier mit den Schweinereitern, die da von links gekommen sind. Der nächste Angriff ist von einem Rathaus 10er auf einen Rathaus 9er, aber nichtsdestotrotz ein wirklich super Angriff von Mr. D auf Su 17. Das war der zweithöchste Rathaus 9er hier von den Gegnern und Mr. D hat sich für eine Go-La-Loon-Technik entschieden. Von unten kommen die Golems mit einem Sprung ganz klassisch in die Mitte rein. Die Königin, seht ihr schon, steht da in der Nähe vom Rathaus. Ist jetzt aber schon mitten in diesem Gebiet, wo die drin stehen und ist sehr, sehr gut zu erreichen. Nur leider läuft ihm da der König links davon und auch die Königin möchte da nicht in die Mitte rein. Glücklicherweise gibt es ein paar Magier in der Mitte, die sich der gegnerischen Königin annehmen, aber die Clanburg selber verbleibt da so ein bisschen ohne Gegenwehr, was etwas schwierig ist, da seine Helden nach links abdriften. Die Golems in der Mitte legen noch oder zerstören noch die Luftabwehr mit ganz, ganz knapp wird die hier zerstört. Und der Drache greift weiterhin die Golems an, die dann in der Mitte natürlich überhaupt keine Chance haben, noch mehr auszurichten. Mr. D hofft jetzt noch, dass der Drache zur Königin nach draußen fliegt, aber er hat leider schon die Königin vorher gezündet, was jetzt ihm leider nicht mehr hilft. Der Drache bleibt übrig und von oben kommen jetzt schon die Hunde, weil ihm nichts mehr anderes übrig bleibt. Aber glücklicherweise geht einer der Lava-Hunde relativ früh down und die kleinen Hündchen schaffen es, den gegnerischen Drachen noch zu besiegen. Und mit ganz, ganz vielen Speed-Zaubern, 5 an der Zahl, fliegen da die Ballone in die Mitte beschleunigt hinein und die gegnerischen Verteidigungen haben keinerlei Chance, sich hier auf die gegnerischen Loons einzustellen. Und hier sehen wir schon, dass überhaupt gar keine Verteidigung mehr übrig geblieben ist. Und die Loons jetzt im Kreise zirkeln und die letzten gegnerischen Gebäude noch wegräumen.
Das letzte, was noch steht, ist das Podest vom König, aber auch das ist schnell gefallen. Und so haben wir hier auf den zweiten Angriff supergeile 3 Sterne und 100% bei dem zweithöchsten gegnerischen Rathaus 9er. So, dann schauen wir mal weiter. Der nächste Angriff, den ich auch noch gerne zeigen möchte, ist von Jensen auf die gegnerische Nummer 9, Broxo. Und hier haben wir einen Rathaus 9er, der etwas in der Mitte von dem Lebenszyklus von Rathaus 9 ist. Die Verteidigungen sind zwar schon alle maxed out, aber die Mauern könnten noch etwas Upgrade vertragen. Und Jensen fängt hier von rechts an mit Standard Go-VV und läuft hier mit den Golems herein und auch die Hexen kommen dahinter. Leider laufen die Hexen jetzt alle ein bisschen zur Seite, aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn die an der Seite entlang laufen. Genauso wie die Golems, die praktisch in dem Ring eins weiter innen nach unten laufen und König und Königin springen in die Mitte hinein, genauso wie ein paar Magier und oben herum laufen auch noch ein paar kleine Golems. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Viele Magier in der Mitte, die da ordentlich Schaden machen. Genauso unten der eine Golem, der tankt da super für die ganzen Hexen und für die Magier. Und eine riesige Horde an Skeletten läuft da unten vorbei, weil wirklich die Hauptmacht der ganzen Hexen unten entlang gelaufen ist. Und in der Mitte ist jetzt der König draufgegangen, aber die Königin lebt noch genauso wie ganz, ganz viele Magier. Oben herum ist es leider in Stocken gekommen, aber unten herum haben wir noch so eine große Macht, die sich da jetzt ihren Weg im Uhrzeigersinn bahnt. Und der eine Golem, der tankt da natürlich noch super für die ganzen Truppen. Und die laufen jetzt alle da im Kreise herum. Und da die Base auch so designt ist, dass außen keine Wegblockaden sind, ist es wirklich ein leichtes jetzt noch für die Hexen, sich da durchzubahnen und immer wieder Skelette zu produzieren, die dann da auch einfach entlanglaufen können. Genauso die Queen, die noch übrig ist. Und jetzt fallen die letzten Gebäude, eine Elixierpumpe und wir haben auch wieder auf den ersten Angriff sehr, sehr schöne 3 Sterne von Jensen. So, jetzt sind wir schon beim letzten Angriff und dem Highlight des Clankriegs, beziehungsweise soweit es die Kriegsstatistik sagt, haben wir den Angriff von Jay Justin auf Bufira, die Nummer 1 gegen die Nummer 1. Und zwar mit Drachen. Heißt kein Go-VV, kein Go-Laloon, kein Hybrid, sondern diesmal wirklich mit 5er Drachen. Er startet hier mit 28er King und 30er Queen von oben rein, um natürlich die Luftabwehr da oben zu holen. Und nur die Helden und der Golem, die machen da einen ziemlich, ziemlich guten Job, würde ich sagen. Da nicht nur die Luftabwehr zerstört wird, sondern auch noch einige der weiteren Verteidigungen, die da down gehen und ein paar nervige Gebäude mit hohen TP, zum Beispiel jetzt gerade das Goldlager, das natürlich die Drachen etwas verlangsamen würde. Jetzt mit Drachen von rechts und Loons aus der Klamburg mit einem Wutzauber gepaart. Leider schaffen es die Loons nicht ganz da an die Verteidigung hinzukommen. Vielleicht hätte er da noch ein bisschen mit den Loons warten müssen, bis die Drachen unter Beschuss genommen werden. Und so startet er jetzt mit den Drachen und einem Freeze-Zauber, der aber, glaube ich, auch nicht mehr nötig war unbedingt, da die Luftabwehr da schon down war. Und die Drachen fliegen jetzt direkt auf das Rathaus zu mit einem weiteren Wutzauber. Und hier haben wir einen schönen Freeze, der auch die den hinteren Inferno-Turm einfriert. Und die Drachen mit einem weiteren Wutzauber schaffen es leicht noch das Rathaus zu bekommen. In der Mitte fällt jetzt noch ein Tesla und dann ist aber Schluss für die Drachen. Der letzte Drache, der noch übrig bleibt, holt oben noch ein paar Prozente. Und ihr seht jetzt, wir sind jetzt bei 49%. Oben hat noch ein Magier ein Lager gecleant. Und jetzt bleiben noch 2 Magier und 2 Lakis übrig, um die restlichen Prozent zu holen. Und da außen, die dunkle Fabrik ist noch erreichbar für einen Lakaien. Und unten steht noch sehr, sehr gut eine dunkle Kaserne und eine weitere Elixierpumpe. Das werden dann insgesamt 53%. Die Jay Justin da mit seinem wirklich schönen Drachenangriff geholt hat gegen die gegnerische Nummer 1.
So, das war's schon wieder von dem Clankrieg Review. Es wird auch noch dazu ein kleines weiteres Update geben, ein Video zu Jay Justins Verteidigungen, die aus diesem Clankrieg rauskommen. Die waren nämlich auch sehr interessant, wie Jay Justin dagegen die gegnerische Nummer 1, Nummer 2 und die Nummer 3 verteidigt hat. Und noch kleine Neuigkeiten zum Update. Heute endet offiziell der Supercell-Mal-Wettbewerb. Heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass heute dann der Gewinner gekürt wird und vielleicht eventuell morgen dann neue Informationen zum Helden veröffentlicht werden. Ich freue mich da schon riesig drauf und wenn ich was Neues weiß, werdet ihr es als erstes hier auf meinem Kanal erfahren. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.